Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, weil ich denke, kann ich auch nicht meckern, wenn ich nicht gewählt habe. So kann ich meckern. Ich war wählen, weil ich das ganz wichtig finde, dass jeder seine Stimme abgibt. Nur so kann ich vielleicht was ändern. Ich muss zu meiner Schande gestehen, nein, wir waren nicht da. Ich hätte zwar Briefwahl machen können, aber ich war diesmal irgendwie stinkig, wollte nicht wählen. Ich war nicht wählen, nee, aber ja, wen soll ich wählen? Ob ich jetzt SPD, CDU oder was weiß ich wählen, also die machen ja Kuddelmuddel dann. Weil man so mittlerweile das Gefühl hat, man wird sozusagen nicht wahrgenommen. Wenn Sie mal einen Politiker hören, nur so laber und hinterher fragt man sich, was hat er überhaupt gesagt, ne? Ja, ich war wählen halt, weil ich nicht keinen Bock habe, dass NPD und so gewinnt. Wegen Rassismus und so. Ja, natürlich war ich wählen. Ich gehe immer wählen. Als Bürger ist das die Pflicht zu wählen. Ich will wählen, aber ich weiß nicht, wem ich wählen soll. Weil jeder macht ihren eigenen Mist. Ich war wählen, weil ich sage, es müsste eigentlich jeder zur Wahl gehen. Ne? Ja, woran könnte das liegen? An den Leuten, die uns sowieso immer nur was erzählen und es nicht halten. Ja gut, es werden immer Versprechungen gemacht, die dann hinterher nicht gehalten werden oder wie auch immer. Aber das werden sie immer so haben. Das wird man nicht ändern können. Jedenfalls ich nicht. Es liegt bestimmt nicht an den Parteien. Also an dem Willen, an der Gestaltung des Staates mitzuwirken, würde ich sagen, fehlt eine Menge. Eine Bundestagswahl ist natürlich interessanter als eine Kommunalwahl. Für viele Leute jedenfalls, für mich nicht. Weil keiner mehr Lust dazu hat. Also viele meiner Freunde interessieren sich auch nicht mehr dafür. Das ist ganz schlimm. Ich verstehe nicht, warum die Leute ihre Pflicht, die Wahlpflicht nicht so wichtig nehmen, wie sie eigentlich ist. Denn ich kann nur meckern, wenn ich versucht habe, etwas zu ändern und es dann nicht geklappt hat. Aber wenn ich nicht wählen gehe, schade. Lieber hingehen und die Stimme ungültig machen, das ist in Ordnung. Aber nicht wählen ist schlecht. Ja, es ist so, dass auch die Bevölkerung mit der Regierung nicht so zufrieden ist. Ja, ich denke, die haben auch wieder viel versprochen. Ob sie es halten, müssen wir es abwarten. Vielleicht ist es deswegen. Ja, erstens mal Piraten, sehr viele junge Leute, wenn überhaupt. Die wussten ja gar nicht, oh, jetzt sind wir gewählt, was machen wir denn überhaupt, was ist denn Politik? Und eben Frustwähler, würde ich sagen, dass die sagen, so, jetzt geben wir denen mal so einen kleinen Denkzettel, ne? Könnte sein, vermute ich, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich denke auch meine Generation ist schwieriger, das zu verstehen, was die wollen. Also die haben ja eigentlich normalerweise noch gar kein Programm. Ja, das ist frischer Wind. Ich denke mal, das ist so ungefähr wie damals die Grünen. Die bringen ein bisschen Bewegung rein. Ob sie regieren können, glaube ich nicht, aber zumindest bringen sie vielleicht die Alteingesessenen mal ein bisschen zum Nachdenken. Das ist sicherlich eine gewisse Protesthaltung gegenüber den etablierten Parteien. Das habe ich das erste Mal gehört. Piratenpartei, die kenne ich gar nicht. Hier laufen genug Piraten rum. Hier. Ja, weil die schon mal ein bisschen eher halten als wie die anderen Parteien. Das halten, was sie uns versprechen, ein bisschen mehr. Das ist der allgemeine Bundestrend und das ist hier auch der Fall, natürlich. Naja, vielleicht der Umwelt wegen, dass man ja mehr so umweltbedachter jetzt mal ist und so weiter. Ne? Es war natürlich klar durch Fukushima, dass die himmelhoch jauchzend die Stimmen bekommen haben. Ne? Aber ansonsten sind sie gegen alles. Am besten wäre es noch, wir würden in Filzlatschen rumlaufen, aber für sich selber nehmen sie das Beste und fahren dann 800 Meter mit dem Dienstwagen. Ne? Also die reiten auf einer Erfolgswelle. Ich meine, dass es die Grünen gibt, finde ich schon in Ordnung. Ne?
aber so viel, glaube ich, steht Ihnen nicht zu. Sie werden gesellschaftsfähiger. Man braucht ja nur die Leute im Bundestag ansehen, wie die heute einen feinen Zwirn tragen, die früher also selbst gehäkelt kamen. Weil mehrere Leute vielleicht um die Umwelt achten oder wegen sowas. Dass die Stadt ein bisschen was für uns Alte auch tut. Ja, vor allen Dingen Sauberkeit. An erster Stelle würde ich sagen, denn wenn man sich manchmal umguckt, ist es trostlos, ja? Also man sollte sich mehr um die Umwelt kümmern, diesen Ort hier sauber halten, nicht so viel graffitieren und so alles. Also besonders wichtig ist mir eigentlich die Umwelt, dass die Verschmutzung der Umwelt ein bisschen mehr behoben wird. Ja, was ist mir wichtig, dass man den Bürger mal wahrnimmt und nicht nach 30 Jahren wie Schmalstieg, ach, da gibt es ja auch noch den Bürger, na sowas aber auch. Ich habe doch so schön regiert, wieso wird jetzt der Bürger so frech und will was? In Fahrenheide beispielsweise ist mir wichtig, was hier geschieht und wie dieser Stadtteil behandelt und beurteilt wird. Ich finde so die Sicherheit auf den Straßen, da könnte man vielleicht was tun. Einfach gar nichts, Hauptsache wir leben friedlich und mehr nicht.